Weißt du, was ich meine? WLAN für unterwegs. Der Freund von meiner Schwester, der hat so ein iPod, so mit WLAN, als Internet für unterwegs hat er. Das ist im Grunde genommen, er kann 170 Minuten telefonieren im Monat. 170 Minuten ist im Internet drin, egal wo er ist. Ne? Das wollte ich schon vor 2 Jahren machen. Ne? Und kostet genauso viel wie Internet zu Hause. Verstehst du? Weil ich bin ja sowieso die meiste Zeit unterwegs. Ja, Gebelle. Und der Quad kaufe ich mir auch noch dieses Jahr. Ja. Ja, mein Gott, wo bist du? Warum? Jetzt kommt der Winter. Quad heißt All-Terrain Vehicle. All-Terrain Vehicle. Alle Jahreszeitmaschine. Wenn ich der Quad habe, Christoph, bin ich nicht so wie du und komm nur einmal alle 3 Monate zu mir runter zum Kaffee trinken und dann schleichst du. Wenn ich die Quad habe, dann packe ich mein Zeugs, dann komme ich die Besucher, weil das ein Zweisitzer ist und dann später mal ein bisschen in die Gegend rum. Ja, das, so wie ich das versprochen habe. Ne? So wie das versprochen. Wenn ich jetzt einen kennen würde, der aus Nürnberg ist, dann würde ich auch Besucher gehen. Aber das geht nicht mit dem Fahrrad und mit dem Zug, sondern ich brauche halt etwas zum Unterwegsfahren. Ne? Also ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute für deinen neuen Arbeitsplatz. Ab wann? Eventuell. Wie viele Kilometer musst du fahren? Oh, ist kein Problem. Ist kein Problem. Wie geht's deiner Freundin? Kriegst du schöne. Freut mich. Freut mich wirklich. Also, die 2. Woche vom Oktober. Ja, das war 14.15. Nein, wie kommst du denn da drauf? Christoph, wie oft soll ich dir das sagen? Christoph, wie oft soll ich dir das sagen? Christoph! Sie liebt mich. You love me, yeah, yeah, yeah. You love me, yeah, yeah, yeah. You love me. La 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 la. Da 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 da. Du, ich hab mal wieder hartnäckige Arschlöcher im Internet, gell? Oktopusi, dann habe ich Schachmatt. Dann hat sie 86, ist wieder entsperrt. Doppelschachmatt, aber ich habe schon wieder einen hartnäckigen, der heißt Good Power. Gottes Kraft, Good Power. Good Power, schöne Grüße von mir, du kriegst noch einen auf den Sack von mir. Ja, das ist mit einer so, ja, weißt du, in deinem Laptop große Schnauze. Aber wenn er hier wäre, wenn er hier, jetzt gerade hier wäre, wo ich bin, das würde ich filmen, was ich mit ihm machen würde. Ich würde ihn zerlegen in Einzelteile. Ja, weißt du, die Geschichte mit dem, die Osmanen kommen. Yulala, yulala, hey, yalala, yulala, yulala. Da behauptet er, ja, die Osmanen sind entkommen und so. Sage ich, ja, wir warten noch drauf. So wie ihr gekommen seid, könnt ihr gleich wieder schleichen. Yulala, yalala, gönna, gönna, dönnale. Mei, da geht's zu, ich sag mal, die Osmanen kommen da auf YouTube und die Türken vor Wien. Wow, Mamma mia, Mamma mia. Und die Schlacht von Lepanto, da muss man eintippen. Nein, da geht's zu wieder schlimmer wie bei den Kreuzzügen. Ich bring dich um, du Drecksau. Dich fick ich auch noch, du Schwein, du dreckiges. Dich bring ich um. Da ist einer, der spricht und der schreibt so wie er spricht. Ja, Allah. Wenn du Allah. Weil wie die sprechen so. Die heutigen Osmanen reden so Allah. Was guckst du? Allah. Alter, ich weiß auch nicht, wo gibt's denn das eigentlich in der Grammatik? Alter! Alter! Nein, ich sag dir, aber das ist wirklich ein radikaler Estes, verstehst du? Ein ganz, ganz radikaler Penner. Und da ist ein ganz netter Türke gewesen aus Waldkreiberg, aus der Realschule. Da hat sie mir geschrieben, du, nicht alle Türke sind gleich. Ich gehe auf ins Gymnasium, möchte das Beste daraus machen und möchte nicht so enden wie halt, sag ich, okay. Finde ich okay, das ist klasse, sage ich. Wunderbar.
Super, ich habe ja zurückgeschrieben, mach was aus dir, Junge, mach was aus dir. Weil in Zukunft gibt es zu viele Verlierer und zu wenige Gewinner. Und je mehr das du weißt, denn Wissen ist Macht. So wie du genauso. Christoph, wie oft sage ich zu dir, Christoph, wie oft habe ich zu dir gesagt, schmeiß dich in den Innenkanal. Zuerst du, dann die Modrige oder die Modrige, dann erst du. Jenny! Ja. In 2 Wochen bin ich da. Fertig. Schleich dich! Also jetzt könnt ihr sehen, die Kamera ist auf dem Sattel und der Ton bleibt. Das ist so schön an dieser Kamera, das sind jetzt 5 Meter und man hört meine Stimme am Bauern. Und das konnte ich eigentlich mit anderer Kamera nicht machen, das kann man denn in anderen Kameras nicht machen. Aber mit der kann man es machen. Und ich habe zu Hause auch noch einen Dreifuß. Aber der Dreifuß wiegt 2-3 Kilo, deswegen habe ich ihn nicht mitgenommen. Das war mein Freund, der Christoph. Ja, auch er kann es kaum abwarten, dass ich wieder in der Gegend bin. Aber Christoph, es tut mir leid, solange ich hier bin, dann genieße ich das. Ist mir egal. Und wenn ich hier bleibe vor diesem Apfelbau. Akkus aufladen und filmen, ist mir egal. Immer noch lieber, als wenn ich nach Waldkreiberg zurückgehe und diesen Alltagstalk erlebe. Es ändert sich gar nichts. Erstens mal, schon da, wo ich wohne, im Beispiel momentan, da ist momentan eine ganz dicke Luft unterwegs. Ja, diese dicke Luft bei meinem Nachbarn, im Beispiel da, wo ich wohne, das habe ich einer Bekannten zu verdanken, die selber dran schuld ist. Weil sie kommt, parkt ihr Auto, will zu mir kommen und ich muss ihr vorher am Telefon sagen, park dein Auto 100 Meter weiter, so dass sie es nicht sehen. Das bringt es aber nicht. Wenn man die nicht sieht, diese Bekannte, die mich zu Besuch kommt, da wo ich wohne, dann hört man sie. Und dann sieht man sie, man riecht sie. Und da habe ich ein paar Nachbarn, die stehen auf dem Balkon. Und dass sie sich nicht einer runterholen, das ist alles. Und das sind Menschen, die haben selber Frauen und Kinder. Aber wenn diese Bekannte mich zu Besuch kommt, dann wird alles außer Regel gestellt, als ob es nur diese Person gäbe. Da sagt einer von meinen Nachbarn zu mir, und wenn du diesen Film sehen solltest, geh mir ja aus dem Weg, rede mit mir nicht. Ich habe jetzt keinen Namen gesagt, du verstehst mich schon. Du hast dich mit mir nicht zu unterhalten. Ich mag dich nicht, damit hat sich das. Aber nicht wegen meiner Bekannten, die ist mir scheißegal, bleib von ihr fern, weil du in meinem Umkreis nichts zu tun hast. Sagt dieser Typ zu mir, der selber kein Deutsch kann, ne? Der selber kein gutes Deutsch kann, obwohl er schon 20 Jahre in Deutschland ist. Ja, wie ich mit dieser Bekannte umgehen würde, dann habe ich so einen dicken Hals bekommen. Dieser Mensch hat zu Hause nichts zu melden. Hat noch nie was zu melden gehabt. Und sagt zu mir, wie ich mit ihrer Bekannte umgehen soll. Sag mal, wo gibt es denn sowas noch? Und das sind die 90% dieser Männer in Deutschland, haben ja nichts zu melden. Die haben nichts zu melden. Die gehen zur Arbeit, bis sie krepieren. Kommen sie nach Hause, zu der Arbeit, von der Arbeit. Die Frau macht ihnen was zum Essen oder sie können sich selber was zum Essen machen. Und dann hocken sie vom Fernseher, machen sich 5 Kasche Bier auf und schauen sich Fußball an. Ne? Und solche Leute wollen mir sagen, was ich zu tun habe. Können sie mich am Arsch lecken? Ihr seid Sklaven, seid ihr. Wenn ihr alleine seid, seid ihr unzufrieden. Wenn ihr verheiratet seid, seid ihr unzufrieden. Wenn ihr keine Kinder habt, seid ihr unzufrieden. Wenn ihr Kinder habt, seid ihr unzufrieden, weil ihr überfordert seid. Ja, das ist nicht mein Problem. Meine jüngste Schwester, die wohnt in Schlaraffenland. Die hat 2 Autos, einen Audi A3 und einen BMW silbernen Cabrio. M3, super Auto. Dann hat sie ein riesengroßes Haus. 3 Kinder hat sie.
zwei Kinder sind außer Hause, die Kerle, und die Tochter ist noch zu Hause. Meine Schwester, die lebt im Schlaraffenland, weil sie abseits der Gesellschaft lebt. Das heißt, meine Schwester hat einen langjährigen Freund, der sehr tüchtig ist. Ich sage jetzt keinen Namen. Ne? Der Freund macht für meine Schwester alles Mögliche. Alles Mögliche. Meine Schwester braucht nichts zu sagen und ihr Freund, der macht alles. Alles. Aber ist ja klar, ihm bleibt ja nichts anderes übrig, weil meine jüngste Schwester ist hier weit und breit die allerschönste Frau. Es ist nun mal so. Und Schönheit zahlt sich halt aus.